Hallo ihr Lieben, ein herzliches Willkommen zurück im Resort. Heute wieder mit mir alleine. Und wir machen weiter beim Kaninchenstall. Den reißen wir weiter ab. Wir wollten noch die ganzen Tiere in das Dings bringen. Na, wir haben 8 Leinen. Wow, das ist ja mittlerweile echt viel. Alle Tiere noch zu den Schafen bringen. Das fangen wir jetzt mal an. Wir gucken mal. Wir haben hier ja schon einige Tiere drin, die rüber müssten. Da hinten haben wir nur eine Tür. Ich weiß gar nicht, kriegen wir die da alle durch? Das ist sehr schwierig, ne? Vielleicht sollte man sich hier nochmal eine Doppeltür reinmachen. Ich mache hier mal Zaun weg. Und mache da hinten mal zu. Ach, Quatsch. Das war ja nicht so schlau. So, das dahin, genau. Und dann kann ich da nämlich aufmachen. Dann können wir da nämlich eine Doppeltür reinmachen. So. So, und dann sollten wir die Tiere nämlich bequem darüber bekommen. Ich höre überhaupt nicht wirklich was. Ich muss mal kurz ein bisschen lauter machen. So. Höre ich jetzt was? Ich weiß es nicht. Ich höre nichts. Nein, ich höre nichts. Okay, dann würde ich sagen, fangen wir an und bringen erstmal die Tiere rüber. Kann ich eigentlich die Pferde an die Leine nehmen? Ja, kommt ihr dann auch mit? Ja, ich hoffe. Na, kommt schon. Los. Ich nehme erstmal nur die 2 mit. Nicht zu viel, nicht, dass wir nachher dann dastehen. Aber ich habe jetzt die Türen tatsächlich gehört. Okay, also Sound haben wir. Dann hatte ich das nur bei mir. Viel zu leise. Na, kommt schon. Hallo. So. Ah, Schaf auf Fluchtversuch. Ha, hab dich aufgehalten. So, hatte ich eigentlich... Ach, Manu. Das blaue Schaf schon umbenannt. Ich muss mal eben schnell gucken. So, die letzte Zeit war das so viel. Ja, das heißt schon Blueberry. Okay. Ich habe wieder so viele tolle Namen bekommen für Schafe. Die habe ich natürlich alle auf die Seite gepackt. Und demnächst werden wir dann nochmal die Tiere alle benennen. Namensschilder haben wir ja auch wieder ordentlich viele gekriegt. Aber jetzt müssen sie hier erstmal weg. Da lang. Kommt her. Hallo. Hallo. Hier lang. Emma, komm, hopp. So. Oh, und es wird schon wieder dunkel. Also, wenn es dunkel wird, werde ich nicht mit den Tieren hantieren. Dann gehen wir den Stall abbauen. Denn ich habe ein bisschen zu viel Angst, dass mir die Creeper oder auch Skelette oder sonst was die Tiere kaputt machen. Das muss nämlich nicht sein und bis wir das im Griff haben, müssen wir da so ein bisschen ausweichen einfach und dann halt was anderes machen. So, aber einmal können wir noch laufen. Muli, komm her, du kommst mit. Wo ist eigentlich Johnny schon wieder? Da hinten. Lime und dich nehmen wir mit. So. Und dann noch einmal mit den 3 hier rüber hoch. Die Tür verpasst. Na kommt. Ja, du auch. So. Und hier rüber. Kommt. Und seid ihr alle da? Jawohl. Das wollte ich eigentlich nicht. So. Habe ich alle Leinen? Nein, eine Leine fehlt mir. Da. Okay. So, und dann gehen wir jetzt abbauen. So viele Monster sehe ich momentan gar nicht. Das sollte auch rein theoretisch nicht mehr so viel sein, aber da sind schon welche, ja. Okay. Die Kaninchen haben wir nun ja auch alle drüben. Ne? Da ist hier in dem Kaninchengehege ist ja, glaube ich, nichts mehr drin. Wir gucken aber nochmal, nicht, dass wir was übersehen haben.
Aber ich glaube, hier sind alle raus. Innen drinne war nichts mehr. Hier ist auch nichts mehr. Gut. Dann können wir eigentlich da die eine Seite beim Schafgehege... Habe ich keine Schere dabei, ne? Die holen wir noch. Kann ich da, können wir dann nochmal zumachen, irgendwie das Gitter wieder dran machen. Dass das wieder schön aussieht. Ja, das ist natürlich so ein Riesenbaum. Toll. Okay. So, dann. Ja, dann bauen wir jetzt hier alles ab. Schafstall und so. Jetzt wird halt die nächste Zeit viel abgebaut werden, aber wir bauen dann auch relativ zügig wieder auf. Hier kommt jetzt ja dann das Wohnhaus hin. Und ja, sobald wir hier genug Platz haben, fangen wir dann einfach schon an mit dem Wohnhaus. Und ich habe mir das so gedacht, dass wir hier am Wohnhaus noch einen kleinen Stall bauen. Also halt, ja, ich weiß nicht, so 4 Boxen, dass jeder 2 Pferde stellen kann. Ich würde gerne Johnny und Muli auf jeden Fall mit ans Haus nehmen. Und dass wir dann eben noch Pferde haben, mit denen wir dann immer mal ausreiten. Das war halt so unsere Pferde, die wir halt immer benutzen, dass wir die halt einfach am Haus stehen haben. Und dass die anderen dann eben ins Gehege kommen. So ist der Plan, uns einen kleinen Gemüsegarten, aber wirklich nur was Kleines. Wir haben jetzt ja genug unten im Keller dann. Und dann brauchen wir am Haus ja nicht viel. Also ein bisschen als Deko halt. So, mal schauen. So ist auf jeden Fall der Plan. So. Alles einsammeln. Okay, dann können wir das hier eigentlich noch abbauen. So, ich glaube, Behutsamkeit habe ich ja dabei, ne? Können wir da nämlich auch noch den Close-Down aus dem Boden nehmen. So. Ah, jetzt hatte ich ja so einen coolen Bogen hier bekommen. Und ich habe keine Pfeile eingesteckt. Na, sowas. Wieder vergessen. Okay, das ist auch schon weg jetzt hier. Dann gucken wir jetzt mal, dass wir ein bisschen Gitter abbauen. Alles soweit eingesammelt? Na, ich glaube, ne? Ja. So, dann ein bisschen Gitter. Da würde ich einfach hier schon mal aufmachen. Das geht ja Gott sei Dank mit dem Werkzeug, geht das ja ruckzuck. Ne? Das ist ja echt super. Echt tolles Zeug. So. Und danke. Ich bin in ein Loch gefallen. Hä, ich bin in ein tiefes Loch gefallen. Warum bin ich denn in so ein tiefes Loch gefallen? So, okay. Wieder hoch hier. Und dann Gitter. Ach, das ist irgendwo ein Zombie. Wo bist denn du? Ach, da im Gehege. Tja, Pech gehabt. So. Habe ich da die? Ne, die habe ich auch hängen lassen. Die sieht man aber auch im Dunkeln echt schlecht. So, dann gehen wir jetzt gleich rüber zum Schafstall und machen da die eine Seite wieder zu. So, dann können wir nämlich das da auch gleich wieder abbauen. Das hier brauchen wir nicht mehr. Und dann hier zumachen. Ich hoffe, hier ist jetzt gerade kein Viech irgendwie, was flüchten möchte. Ach doof, jetzt habe ich die nicht eingesammelt. So. Da die natürlich wieder hin. Das auch. Und dann können wir hier das wegnehmen. Huch.
So, dann haben wir das wieder heile. Jetzt fehlt uns nur Birkenzaun, den wir noch innen drinne wieder ranmachen müssen. Aber den haben wir jetzt gerade gar nicht dabei. Den habe ich wahrscheinlich irgendwie ausgepackt. Mal gucken wir nochmal. Holen wir gleich. Müssen. Ach. Also diese Äxte sind ja echt toll, ne? Das, man kann ja alles echt schnell abbauen, aber man muss da auch ganz schön aufpassen. So. Dann machen wir jetzt hier noch ein bisschen weiter. Inventar ist ja auch bald voll. Und wenn das voll ist, dann gehen wir die Taschen leer machen und holen uns mal Birkenzaun und machen da dann eben das Schafgehege fertig. Nicht, dass uns da noch was glitscht. Und dann sollten wir eigentlich auch schon fast so weit sein, dass wir hier mit dem Wohnhaus beginnen können. Und ich hoffe, dass dann auch bald wieder Tag ist, dass wir dann die restlichen Tiere noch rüberbringen können. So. Und das noch. Okay, und dann jetzt noch das Eisengitter. Und dann haben wir hier das eine Gehege schon fast weg. Müssen uns gleich nur noch eine Schere einpacken, damit wir da die Hecken auch wieder abkriegen. Damit wir die nicht verschwenden. So. Erde habe ich nicht genug dabei, um hier alles dann wieder aufzufüllen. Es wird Tag, juhu. Und wir haben hier schon ordentlich abgebaut. Jetzt also haben wir einiges geschafft. Das ist schön, das ist wirklich toll. Okay. Und das noch. Und dann flitzen wir jetzt gleich, denn es wird ja hell. Und wir wollten ja eigentlich nur nachts hier abbauen. Solange wir noch andere Dinge zu tun haben. Die Bäume können wir auch noch wegmachen, dann kann das nämlich hier schon. Also können schon die Blätter verschwinden. Sind die nicht im Weg? Habe jetzt da noch einen Baum stehen? Nein. Okay. Alles klar. Ein bisschen Platz habe ich noch. So, dann machen wir jetzt noch diese. Also diese Seite hier. Bis vorne hin und. Dann bringen wir die Sachen weg, machen mit den Tieren weiter. So. Und das bisschen noch und dann haben wir die eine Seite schon. Soweit fertig. Ah, hier sind Pfeile. Sehr schön. Okay, dann, oh, ich kann ja kaum noch laufen. Das kommt. Hunger. Oh Gott. Habe ich gar nicht gemerkt. So, nur aber. Nur aber hopp hopp. Ich denke mal, da ist jemand wegen dem Tierlager, weil das jetzt ja im Resort steht. Das ist noch total ungewohnt, dass der hier steht. Guten Tag. Ich muss hier unten hin. Ich habe viel, viel auszupacken. So, Zaun. Noch mehr Zaun. Und da noch mehr Zaun. Dann haben wir Gitter. Und das müssen wir mitnehmen. Tür, Tor, Stufen, Holz, noch mehr Holz, das kam aber, ach nee, das gehört da ja rein, okay,
Müssen wir nochmal sortieren, dann das Holz demnächst. So, dann haben wir das, das, das. Die bleiben in der Tasche. Wolle. Blumentöpfe. Und Andesit, Diorit und so weiter. Das ist Granit. Diorit, Andesit. Okay. So, dann würde ich mir gerne noch ein paar mehr Pfeiler einpacken. Aber könnte eigentlich einmal 64 mitnehmen, das passt schon. Okay. Schere hatte ich noch gesagt, ne? Da, eine fast kaputte. Nehmen wir doch nochmal eine Heile mit. Schade ist, dass man die nicht aus Diamant machen kann. Das wäre toll. So, okay. Jetzt haben wir Schere, wir haben die Leinen, wir haben den Zaun. Das sollte also reichen. Dann können wir wieder nach oben. Was mache ich denn hier? So. Und dann nehmen wir ein paar Tiere mit. Von hier kommen wir gar nicht mehr ins Gehege rein. Ne? Jetzt komplett zugemacht. Egal, laufen wir um zu. Können wir hier gleich das noch mitnehmen. Ja, was erledigt ist, ist erledigt. Ich freue mich da schon drauf, irgendwie jetzt dann mit dem nächsten Gebäude beginnen zu können. Und wenn das dann hier endlich soweit ist, irgendwie das soweit fertig ist, dass wir ja, dass wir einfach auch aufmachen können und man dann schon sieht irgendwie, was ich gemeint habe und was ich, ja, wie ich mir das vorgestellt habe. Mal gucken, ob das alles so funktioniert. So, okay. So, dann haben wir das nämlich hier schon mal fertig. Dann ein paar Türchen. So, wer will mit? Wer will mit? Du kommst mit. Du kommst mit. Und Titan. Oh. Das ist nicht meiner. Das ist im Balkon seiner. Mal gucken, ob ich den dann irgendwie darüber bekomme. Sonst bleibt er halt da und muss mein Konto den rüberbringen. Kommt, 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 kommt. Hallo? Nee, was soll denn das? Warum gehen die nicht durch? Aha. Jetzt dann doch. Okay. So, kommt, 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 kommt. Wir müssen hier rein. So, die drei sind dann auch wieder hier. Dann jetzt hier hinten zumachen. So, und dann holen wir die nächsten. Gucken wir, ob wir noch laufen müssen. Das sind ja schon einige Tiere, ne? Titan kann ich nicht mitnehmen. Johnny, mitkommen. Und noch ein Schweinchen. Wir können noch ein Schweinchen. Wir probieren es mal mit 4. Gucken, ob es klappt. So viele sind es jetzt ja nicht mehr. Jetzt haben wir sie fast alle. Die Hühner müssen dann ja auch noch hier rüber. So. Mitkommen. Denn den Hühnerstall müssen wir ja auch noch abbauen. Der kommt ja auch woanders hin. Kommt. Ach. Habe ich euch jetzt alle los, meine Leinen? 7. Und eine liegt hier. Genau. Na, komm mit. Na los. Kann ja wohl nicht sein, dass du hier nicht reingehst. So. Okay. Jetzt mal gucken, das letzte Mal vielleicht. Ach so, Titan, ja. Titan ist halt nimm Problem. Pepper. Dann ist nur noch Titan, ne? Okay.
Kuh. So, alle hier. Bis auf Titan. Den holen wir jetzt noch. Das kriegen wir schon. Irgendwie kriegen wir den doch darüber. Da bist du. Aufsteigen kann ich auch nicht. Okay, dann... Titan. Und dann machen wir MH... Wie war denn das noch? War das Ad Friend? Oh, ich weiß es nicht mehr. Muss ich gucken. Set Owner? Nee. Und das will ich ja nicht. Ad Friend war richtig. Okay. Und jetzt? Nein? Ah, kann ich das nicht machen? Hm. Komisch, normalerweise geht das. Na gut, dann muss mein Konto das einfach machen. Dann ist das so. Dann machen wir hier zu und dann bleibt Titan halt noch hier. So, da machen wir auch zu. Und dann... Mir fehlt eine Leine. Nein, ich habe alle Leinen. Das sind doch 8 Stück. Dann machen wir hier weiter. Und das noch. Dann haben wir hier eigentlich auch soweit alles abgebaut. Die Dinger nehmen wir hier noch mit. Das da auch. Dann haben wir auch hier eigentlich fast alles schon weg. Okay. Da noch die Blumentöpfe nehmen wir noch mit. Und dann bringen wir das Ganze wieder zurück, denn der Part ist nämlich auch schon wieder zu Ende. Dann können wir vielleicht noch ein bisschen Erde mitnehmen, dass wir da die Löcher wieder stopfen können. Und dann können wir eigentlich im nächsten Part dann nochmal schauen, dass wir vielleicht die Hühner schon mit rüber tun, dass wir einfach jetzt die Möglichkeit haben, hier alles abzubauen und alles fertig zu machen. Mal schauen. Okay, gut, dann würde ich jetzt erstmal den Part beenden und im nächsten machen wir dann weiter. Also bis dann. Ciao, ciao.